Ja, aber Leinen bleibt an Zubis hängen. Jetzt die Möglichkeit für Dresden, wenn es schnell geht. Neuerz. Oh, gute Stocktechnik, Neuerz. Aber dann am Tor vorbeigezogen. Aber das hat sich sehen lassen. Also habe ich so von Chris Neuerz bislang noch nicht gesehen. Also ich war selber überrascht. Und dann auf der Gegenseite räumt er das Tor da aus der Verankerung. Ja, aber starker Körpereinsatz auch in der Richtung. Wollte da mit einem Hechtsprung. Hier sehen wir erstmal die erste Aktion von Chris Neuerz. Also bockstark. Ja, solche Moves kennt man nur von Evan Trump oder auch einem Jobben Knackset. Ja, da war Timo Herden auch nicht mehr dran, würde ich sagen. Ja, und dann auf der Gegenseite hier. Ja. Da kommt Chris Neuwald, kann nicht mehr abbremsen und fährt direkt ins Tor hinein. Ja, macht aber gut den Passweg zu von Jerbelenen. Da wieder hoch an die Blaue. Carlsson, wieder Koloschwari am Tor vorbei und Dresden jetzt komplett. Nick Hürt mit der Chance, kommt direkt von der Strafbank. Evan Trump ist mit. Hört auf, Trump! Ah, guter Pass. Boah, harter Check. Ja, aber faire Aktion von Jordan Knackset. Ja, Spieler bleibt aber erstmal liegen. Müsste Danny Bindels sein. Wir werden uns die Szene auch gleich nochmal anschauen. Möglichkeiten für Dresden auf der anderen Seite. Da müssen wir auf Jordan Knackset achten. Der fährt den Check jetzt direkt. Ja, kommt dann erst im letzten Moment hoch. Schwierig zu sehen, aber da Knackset kommen sehen hat. Timo Herden aus dem Tor raus. Carlsson hat unter Druck gesetzt von Flatfelin. Ja, da muss aber auch aufpassen, hat er ganz schön gehakt. Und? Guter Pass! Aber starke Parade von Timo Herden. Ja, gutes Zusammenspiel über Rob Ranta und Evan Trapp. Auf der Gegenseite Järvelainen. Schuss landet im Fangnetz. Ja, Schläger war noch dazwischen von Bruno Riedel. Wie gesagt, wird dann erst, glaube ich, im letzten Drittel sich wirklich bemerkbar machen, der Fitnesszustand der beiden. Knackset auf Knobloch, wieder Knackset, Tor! Feines Zusammenspiel zwischen Tom Knobloch und Jordan Knackset und dann der Kapitän der drei Essener Eislöwen. Ja, 43 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Gutes Auge da von Knobloch. Und dann war Timo Herden schon unten. Ja, Dominik Meisinger von den Bayreuth Tigers jetzt bei mir zum Pauseninterview. Ja, Spielstand nach 20 Minuten 1-0 für Dresden. Wie ist dein Fazit? Ja, ich glaube, es ist relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften sind, finde ich, eigentlich ganz gut aus der Kabine gekommen. Hat trotzdem ein bisschen gedauert, bis wir drin waren. Ja, Dresden führt jetzt 1-0. Ich glaube, wir hätten auch schon eins machen können. Timo hat uns allerdings auch ein paar Mal gut im Spiel gehalten. Also ich glaube, insgesamt ist relativ ausgeglichen. Ja, das 1-0 für Dresden kurz vor der Pause, sehr ärgerlich für euch. Ist das jetzt so ein bisschen ein kleiner Nackenschlag, wenn das so kurz vor der Pause kommt? Ja, klar, wenn du 1-0 hinten liegst, das ist immer ein kleiner Nackenschlag. Aber es ist jetzt egal vom Zeitpunkt her. Ich meine, wir müssen jetzt einfach weitermachen und dann glaube ich, kommen wir auch wieder hin. Ja, was denkst du, was wird jetzt in den nächsten 40 Minuten noch wichtig, damit ihr eventuell die drei Punkte aus Dresden entführen könnt? Ja, wir haben einen relativ schmalen Kader, sage ich jetzt mal. Wir müssen vernünftig wechseln, wir müssen schauen, dass wir alle ins Spiel bekommen, dass wir das Tempo hochhalten können und dann im Auswärtsspiel musst du halt deine Chancen nutzen. Perfekt, vielen Dank und dann viel Glück für die nächsten beiden Griffe. Ja, und damit gebe ich ab in die Pause und wir hören uns gleich zurück im Studio. Von Timo Herden. Hanusch. Ja, bringt die Scheibe einfach mal Richtung Tor, war noch leicht abgefälscht. Knobloch, aber mit dem Pass bekommt er den Check. Und jetzt die dicke Möglichkeit, Martin Davidek. Davidek versucht aber, Parade von Rico Enenius, das Tor ist verschoben. Das sieht der Schiedsrichter jetzt erst. Ja, größte Möglichkeit für unsere Gäste, Martin Davidek. Ja, bei der Parade dann schon das Tor verschoben. Jetzt werden wir es aus der Kameraperspektive besser sehen. Rudi geht auf jeden Fall schon mal an Bayreuth. Davis. Ja, weil er einen Schuss gehalten von... Boah, Lattentreffer. Den werden wir uns aber bestimmt gleich nochmal angucken müssen. Boah, ich denke, da gehen auch die Schiedsrichter eventuell zum Videobeweis. Ja, weil er einen... Und hier nochmal die... Boah, das war Doppel-Aluminium-Treffer. Ja, die Schiedsrichter... Latte und Pfosten gewesen sein, so wie das aussah.
Latte, Pfosten. Oh. Oh. Glück für Dresden auf jeden Fall. Da kann Rico Hellenius sich auf jeden Fall beim Gestengel bedanken. Carlson. Möglichkeit da, aber Timo Herrn mit der Scheibe sicher. Und es ist ja auch leider noch nicht wirklich absehbar, wann das Ganze mal wieder so stattfindet. Möglich. Oh, Hellenius mit dem Kopf. Ja. In Kopfballmanier. Rico Hellenius, das sehen wir uns gleich mal in der Wiederholung an, denke ich. Aber nochmal Riesenchance für Bayreuth. Da hat es lichterloh gebrannt vor dem Tor der Dresdner Eislöwen. Ja, Hellenius da eigentlich schon geschlagen und dann starke Aktion. Sieht man auch nicht so oft. Ja, es geht mit einem Spielstand von 1:0 in die zweite Pause. Thomas Supis jetzt bei mir zum Pauseninterview. Ja, Spielstand nach 40 Minuten, 1:0. Wie ist dein bisheriges Fazit? Ja, also 1:0 ist bis jetzt ganz gut. Wir müssen jetzt immer weiter gucken, dass wir hinten einfach kein Tor kassieren und ja, unser Spiel einfach weiterspielen. Ja, es ist ja für dich jetzt endlich nach langer Zeit die Rückkehr nach Dresden. Wie froh warst du, dass du die Möglichkeit hast, hier nach Dresden wieder zurückkehren zu können? Ja, natürlich war ich sehr froh nach 8 Monaten. Kein Eis, okay, nur trainieren, trainieren, trainieren. Es ist jetzt einfach eine große Erleichterung, wieder auf dem Eis zu stehen. Ja, was denkst du, was wird jetzt im letzten Drittel noch wichtig sein, dass ihr dann die 3 Punkte eintüten könnt? Einfach spielen und ja, hinten nicht zulassen. Perfekt, dann vielen Dank und viel Glück fürs Danke. Letzte Drittel. Und damit gebe ich ab in die Pause und wir hören uns gleich zu den Highlights des zweiten Drittels. Ja, Valenin. Oh, wieder Aluminium. Nächste dicke Chance für Bayreuth und wieder hat Dresdner Glück. Ja, legitim, dass sie die Möglichkeit nutzen, in der nächsten Unterbrechung den Videobeweis sich nochmal anschauen. Ja, und für uns jetzt auch schon nochmal die Möglichkeit, da gleich reinzuschauen. Aber kommt ja allein die Scheibe, kommt zum Abschluss. Boah, die geht zumindest Richtung Torlinie. Da müsste man jetzt, aus der Perspektive dürfte man es besser sehen. Ja, die ist deutlich zu sehen. Vor der Linie. Im blauen Feld, ja. Und damit kein Tor. Und lustig war gerade auch zu sehen, Nick Vierecke auch gleich die Hände auseinandergenommen. Nach dem Motto, kein Tor. Jetzt kommt die Schiedsrichter erstmal zurück und zeigen es an. Kein Tor. Ja, mit Andreas Priebel deutlich aneinander bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. War, ich sag mal, für uns sehr amüsant anzusehen, für Herrn Priebel in dem Moment. In seiner Haut möchte ich da auch nicht gesteckt haben. Also hört auf Knobloch. Knackstedt. Die Scheibe mit der Rückhand vor das Tor. Ja, Tor, Tor! Ins obere linke Eck gezogen von Nick Hürth. Ja, sprichwörtlich Sonntagsschuss von Nikolaus Hürth. Ja, viel Verkehr noch von Timo Herden. Sehen wir erstmal den Rückhandpass von John Knackstedt vor das Tor. Oh. Oh, wieder die Möglichkeit für Nick Hürth. Ja, schickt der Knob noch. Guter Pass von Hürth. Und Tor! Steve Hanusch krönt seine bis dato gute Leistung mit einem Tor. Ja, kommt da komplett frei reingelaufen ins Drittel. Wir werden es gleich sehen. Da ist er komplett frei und geht auch über den Pfosten ins Tor rein. Aber auch gutes Auge da von Nick Hürth. Der da Steve Hanusch sieht und ihn klasse bedient und in der Stürmermanier zum 3:0. Eventuab auf Ranta. Wieder Eventuab. Guter Save von Timo Herden. 2:25 noch zu spielen. Hellenius aus dem Tor. Voller Schwari kommt, aber gut gelöst. War nächste Strafe. Arm ist oben. Swinnen. Ja, dann haben wir jetzt hier noch knapp 10 Sekunden. Doppelte Überzahl für Dresden. Er fragt auch nochmal deutlich nach, für was er die Strafe bekommen hat. Wir haben es gehört. Conor Schwaring, 2 Minuten für Behinderung. Boah, der ist auch gar nicht einverstanden damit. Muss er allerdings auch aufpassen, dass er sich jetzt nicht noch zu einer Aktion hinreißen lässt. Ja, hier nochmal Hellenius, da weit aus seinem Tor raus. Ja, also muss sagen, wo soll Conor Schwarig sonst groß hin noch? Also
Also dann kann ich auch in Ivan Koloschwar ein Stück weit verstehen. Für was? Ja, sei es drum. Doppelte Überzahl für Dresden. Nochmal kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit oder allgemein des Spiels. Knackset. Ranta. Boah, Schuss abgefälscht von Tom Knobloch. Der bekommt die Scheibe auf die Hand. Da hat er auch Schmerzen. Ja, die Partie. Dresden gewinnt das Kellerduell gegen die Bayreuth Tigers mit 13 und damit Shoutout für Rico Helenius. Shoutout für Rico Helenius und der erste Dreier nach 16, 17 Spielen. Wichtig auf jeden Fall für Dresden. Ja, Nick Hurt von den Dresden Eislöwen jetzt zum Interview nach dem Spiel. Ja, Nick, the first 3 points are on our side. How would you describe the game tonight? Actually, it feels really good. We had a lot of OT games. Where we were ahead and we gave up a late one to cause it OT, but today I think we just played sound defensively. We were routined and we're just making the right plays at the right time with the puck. So as a result of that, we got 3 points. Ja, ich habe ihm jetzt gesagt, dass natürlich heute die ersten 3 Punkte in der Saison waren und wie er das Spiel einschätzen würde. Er hat natürlich gesagt, dass es sich sehr gut anfühlt, nachdem man viele Overtime-Spiele hatte, dass man heute wirklich die 3 Punkte hat. Und er sagt, sie haben in den richtigen Momenten die richtige Entscheidung getroffen und das war dann der Grundstein dafür, dass sie die 3 Punkte geholt haben. So now on Friday, it's the away game in Landshut. So what do you think? What will be important in this game? I think just continuing what we did today, continue a good week of practice. I'm not sure how Landshut is as a team. But if we play like we did today, I think we have a pretty good chance. Yeah, thank you very much. Then good luck on Friday and today. Enjoy the game and enjoy the 3 points. Thank you. Ja, ich habe ihn jetzt zum Abschluss noch gefragt, was natürlich am Freitag wichtig sein wird. Da reisen die Dresdner Eislöwen ja nach Landshut. Und er hat gesagt, man muss auf dem aufbauen, was heute gewesen ist. Man muss jetzt unter der Woche gut trainieren. Aber er natürlich nicht so wirklich einschätzen kann, wie Landshut als Team ist. Aber er dennoch zuversichtlich ist, wenn sie so spielen, wie sie es heute spielen, dann können sie auch dort die 3 Punkte einholen. Das war's jetzt von mir hier aus der Energieverbundarena. Ich gebe jetzt nochmal nach oben zu Enrico und Robin und euch wünsche ich noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns nächste Woche wieder.